Hallo Leute, ich habe heute nach ziemlich langer Zeit endlich mal wieder ein Video zum Thema Minimalismus für euch. Falls ihr mir hier jetzt schon so ein bisschen länger folgt auf dem Kanal, dann wisst ihr ja wahrscheinlich, dass das eine Sache ist, die mich echt schon ziemlich lange beschäftigt. Es sind inzwischen über 4 Jahre insgesamt und ich dachte mir deswegen, dass das jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt ist, um mal so ein bisschen zurückzugucken auf diese letzten 4 Jahre und euch einfach mal zu erzählen, was sich verändert hat im Laufe der Zeit und wie ich jetzt inzwischen so zu dem Thema Minimalismus stehe. Falls ihr bis jetzt mit dem Thema noch nicht so richtig was zu tun hattet, erstmal kurz zur Erklärung. Minimalismus bedeutet, dass man sich in seinem Alltag auf die Dinge beschränkt, die man wirklich braucht. Und was das jetzt ist, was man wirklich braucht, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Das heißt, es gibt jetzt keine genauen Regeln beim Minimalismus oder keine genaue Liste an Sachen, die man besitzen darf. Und wenn man nur eine Sache mehr hat, dann gilt das Ganze schon nicht mehr. Und das passt ganz gut, weil da sind wir auch direkt schon bei der ersten Sache, die ich jetzt gelernt habe in den letzten 4 Jahren über das Thema. Und zwar, dass Minimalismus eben nicht bedeutet, möglichst wenig Gegenstände zu besitzen. Also das Ganze ist kein Wettbewerb, wo man guckt, okay, was machen alle anderen? Was haben die anderen Leute? Und wie kriege ich es irgendwie hin, noch weniger zu haben? Leider ist aber genau das so ein Eindruck, den man relativ schnell bekommt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt oder ja, wenn man Kommentare liest unter Videos zu dem Thema, weil da halt dann ganz häufig Sachen stehen wie, boah, aber ich habe irgendwie nur die Hälfte der Sachen im Kleiderschrank wie das, was du hier zeigst. Also du kannst gar nicht minimalistisch sein, weil ich besitze weniger. Ja, das mag natürlich sein, aber du hast das Prinzip nicht verstanden. Wenn ich jetzt so zurückgucke auf die Anfangszeit, als ich mich neu beschäftigt habe mit dem Thema Minimalismus, dann war ich echt ganz schön streng mit mir selber. Also gerade eben auch dadurch, dass ich viele solche Kommentare gelesen habe, die mich natürlich beeinflusst haben, hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, Minimalismus, das ist so eine ganz oder gar nicht Geschichte. Also entweder ich mache das total extrem und habe wirklich nur noch so eine ganz, ganz kleine Liste an Dingen oder ich darf da nicht mitspielen sozusagen. Da hat sich meine Einstellung jetzt in den letzten 4 Jahren auf jeden Fall sehr, sehr deutlich geändert. Also ich finde, jeder darf das einfach so machen, wie er oder sie das gerne möchte, was eben auch individuell gerade möglich ist in der jeweiligen Lebenssituation. Weil letzten Endes geht es beim Minimalismus nicht um eine konkrete Zahl, sondern es geht einfach generell um ein bewussteres und um ein nachhaltigeres Konsumverhalten. Ich habe zum ersten Mal vom Minimalismus gehört, 2016, hier auf YouTube. Und das war damals so ein Zeitpunkt, da habe ich seit 3 Jahren schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Also ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen in eine Stadt, die 600 Kilometer weit entfernt war. Und ja, dadurch war ich eben in der Situation, wo ich nicht mal kurz sagen konnte zu meinen Eltern, hey, kommt mal schnell rüber, ich brauche irgendwie eure Hilfe bei irgendwas, sondern ja, ich musste irgendwie lernen, alleine klarzukommen. Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, dass ich damals in einem Studentenwohnheim gewohnt habe, in so einem Zimmer, das war so ungefähr 10 Quadratmeter groß und da war dann noch so ein kleiner Flur mit dabei, mit einer Küchenzeile drin und noch so ein kleines Bad. Ich habe dort dann erstmal so die Grundfragen geklärt, also so Dinge wie, wie verhungere ich nicht, wie lange halten eigentlich Lebensmittel im Kühlschrank, wie oft muss man so ein Bad putzen und ab wann wird das eklig? Und als ich das dann so halbwegs drauf hatte, habe ich angefangen, mich ganz viel mit den Themen Zeitmanagement und Organisation zu beschäftigen und habe da eben auch ganz, ganz viele Videos zugeguckt und deswegen ist mir irgendwann an der Seite eine 30-Tage-Minimalismus-Challenge angezeigt worden auf YouTube. Und ja, ich habe mir das dann angeguckt und dachte mir, okay, irgendwie klingt das ganz passend, dadurch, dass ich eben hier auf sehr begrenztem Raum wohne, nicht so viele Möglichkeiten habe, Sachen zu verstauen. Ich glaube, damit beschäftige ich mich mal näher. Ich habe diese Challenge dann auch tatsächlich gemacht und für den Fall, dass euch das näher interessiert, was ich da genau gemacht habe, dann findet ihr den Link zum Video auch unten in der Infobox. Ich habe dann angefangen, nach und nach auszumisten und da ist es auf jeden Fall praktisch, wenn man das so Kategorie für Kategorie macht. Das heißt, ich habe erstmal angefangen mit meinen Pflege- und Kosmetikprodukten im Bad und habe mir da angeguckt, okay, von den Sachen, die hier sind, was davon benutze ich wirklich, was funktioniert für mich, was davon mag ich wirklich gerne, habe dann die Sachen aufgebraucht, die da waren und nur das nachgekauft, was ich auch wirklich gerne mochte. Nach den Sachen im Bad habe ich mir als nächstes meinen Kleiderschrank vorgenommen. Falls es euch da näher interessiert, was so ungefähr der aktuelle Stand der Dinge ist bei mir, dann verlinke ich euch mal was hier oben auf dem i. Das ist meine letzte Kleiderschranktour, die könnt ihr euch gerne mal angucken. Und nach dem Kleiderschrank waren meine Schuhe dran, meine Schreibwaren, meine Bücher, was definitiv so eine Sache war, die mir nicht so leicht gefallen ist. Gerade, ja, weil ich irgendwie vor allem an fiktionalen Büchern halt schon wirklich sehr hänge und ich auch wirklich das Gefühl gerne mag, dass die im Bücherregal stehen. Ich gucke die gerne an, ich lese die dann auch mehrere Male. Das macht mich einfach glücklich, die um mich zu haben. Und das Ergebnis davon seht ihr ja auch hier hinten. Also, ja, hier steht ja noch einiges an Büchern. So ein bisschen anders sieht es dann bei Sachbüchern und Ratgebern aus. Da ist jetzt diese emotionale Bindung nicht
so doll da, deswegen muss ich die nicht unbedingt haptisch greifbar in meinem Regal stehen haben, aber mir ist es trotzdem wichtig, da wirklich regelmäßig was in die Richtung entweder zu lesen oder zu hören, einfach dadurch, dass seitdem ich jetzt aus der Uni raus bin, so dieses Weiterbildungsthema natürlich nicht mehr so regelmäßig Teil meines Alltags ist. Einfach deswegen, weil ich jetzt nicht mehr jede Woche in irgendwelche Kurse und Seminare gehe. Aber ich finde es einfach super wichtig, dass ich deswegen jetzt nicht aufhöre, neue Dinge dazu zu lernen. Und deswegen muss ich halt gucken, dass ich das irgendwie selber für mich organisiert kriege. Ich will aber halt gleichzeitig hier in der Wohnung jetzt nicht massenhaft Bücher horten. Und ich habe für dieses Thema vor einiger Zeit eine sehr praktische Lösung gefunden. Und zwar ist das die App Blinkist und die unterstützen auch dieses Video hier, worüber ich mich sehr freue, einfach weil ich finde, dass das sehr, sehr gut zum Thema Minimalismus passt. Blinkist ist nämlich eine App, bei der es über 3000 Sachbücher gibt und die sind jeweils zusammengefasst in 15 Minuten und die kann man sich entweder anhören oder durchlesen. Diese Kurzzusammenfassungen, die dann halt auch noch digital sind, das ist einfach so eine Sache, die für mich sehr gut funktioniert, wenn es um Sachbücher und Ratgeber geht. Gerade auch deswegen, weil ich das gut nebenbei hören kann, wenn ich irgendwo in der S-Bahn unterwegs bin oder wenn ich hier zu Hause irgendwelche Haushaltsaufgaben mache und diese 15 Minuten sind da halt auch wirklich eine gute Zeitspanne für. Und sind wir ehrlich, ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch und gerade bei Sachbüchern und Ratgebern habe ich manchmal das Gefühl, dass die Autorinnen und Autoren sehr weit ausholen, bis sie da mal auf den Punkt kommen und ja, da finde ich das ganz schön, wenn das einfach so ein bisschen kompakt zusammengefasst ist und ich sage, okay, gut, hier sind jetzt die Infos drin und dann weiß ich auch, was dieses Buch mir sagen möchte. In der App gibt es Bücher aus 25 verschiedenen Kategorien. Da ist unter anderem Produktivität dabei, Wissenschaft, Psychologie, persönliche Entwicklung und so weiter und so fort. Und da gibt es sowohl Klassiker als auch eben aktuelle Bestseller. Es gibt Titel auf Deutsch und auf Englisch und ich finde es einfach ganz cool, dass man eben die Möglichkeit hat, in ganz verschiedene Bereiche einfach mal reinzuhören. Und wenn man dann merkt, okay, das eine Buch ist jetzt vielleicht nichts für mich, dann kann man einfach direkt weiter zum nächsten und ja, sich quasi so ein bisschen durchtesten. Am Ende von vielen der Titel gibt es dann auch noch Tipps, die man irgendwie im Alltag gut gebrauchen kann oder im Berufsleben. Und es gibt auf Blinkist auch den absoluten Klassiker, wenn es um das Thema Minimalismus geht, und zwar Magic Cleaning von Marie Kondo. Und ihr findet dort auch das Buch Ohne Wenn und Abfall von der lieben Milena Glimbowski. Da geht es um das Thema Verpackungsmüll bzw. darum, wie man den vermeiden kann. Und auch das hat sehr, sehr viel mit Minimalismus zu tun. Deswegen, ja, sind das auf jeden Fall zwei Titel, die ich euch sehr empfehlen kann zu diesem Thema. Und was ich auch noch richtig cool finde, sind die Leselisten. Da gibt es zum Beispiel sowas wie die New York Times Bestseller oder auch Leselisten zu speziellen Themen. Und da kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, die Leseliste Honoring Black Voices. Aktuell bekommt ihr unter dem Link blinkist.de/lisasophie 20% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und wenn ihr das Ganze davor erstmal kostenlos testen möchtet, dann könnt ihr das auch 7 Tage lang tun. Nachdem ich mir dann Gedanken gemacht hatte über meine Bücher und da auch ganz viel aussortiert habe, habe ich als nächstes mich mit dem Thema persönliche Erinnerungen beschäftigt, beziehungsweise genauer gesagt halt Erinnerungsgegenstände. Und da habe ich mich gefragt, welche davon ich wirklich behalten möchte und ja, ob diese spezielle materielle Sache, die ich hier habe, wirklich nötig ist, um mich an eine Person zu erinnern oder an, ja, ein bestimmtes Ereignis, das wir zusammen erlebt haben. In meiner Zeit im Wohnheim ist es erstmal nur bei diesen materiellen Sachen geblieben, die ich aussortiert habe. Aber als ich dann hierher nach Berlin gezogen bin, habe ich begonnen, dieses ganze Thema noch so ein bisschen weiter zu denken und dachte mir, okay, ich habe jetzt ja nicht nur die Sachen, die hier wirklich rumstehen, sondern zu meinem Besitz gehört ja auch irgendwie noch mein digitaler Besitz. Das heißt, ich habe mir meinen Laptop näher angeguckt. Ich habe da Programme aussortiert, ich habe Dokumente aussortiert, ich habe geguckt, was ich alles noch von der Uni da hatte, an irgendwelchen Vorlesungsfolien und sonstigen Sachen. Also all das habe ich durchsortiert. Und auch da kam natürlich irgendwann wieder die Frage auf, wie ich jetzt eigentlich mit persönlichen Erinnerungen umgehe. In dem Fall sind das natürlich hauptsächlich Fotos und Videos. Und dafür habe ich mir dann Sachen überlegt. Also bei den Fotos ist es zum Beispiel so, dass ich mir viele davon ausgedruckt habe. Ich habe jetzt hier eine Fotowand hier an der Seite und ich mache das auch jeden Monat so, dass ich mir Sachen ausdrucke, die in dem jeweiligen Monat passiert sind. Und ich besitze so eine Mischung aus Tagebuch und Fotoalbum sozusagen, so ein Erinnerungsbuch, wo ich dann die Sachen reinklebe. Da kommen dann auch irgendwelche Kinotickets mit rein oder Konzertkarten oder sonstige Sachen, die ich eben gesammelt habe über diesen Monat und die ich gerne behalten möchte. Einfach damit das irgendwo so kompakt an einem Ort ist. So sieht übrigens mein aktuelles Erinnerungsbuch aus. Also das ist jetzt erst zur Hälfte gefüllt, aber es ist schon ganz schön fett, weil ich da wirklich sehr, sehr viele Sachen reinklebe. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob euch das näher interessiert, wie ich das mache. Dann würde ich euch das vielleicht einfach mal auf Instagram zeigen. Ich glaube, das ist so ein
bisschen zu viel, um da jetzt extra ein Video dazu zu drehen. Aber genau, ich teile das dann einfach mal in der Story. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann ist der Link zu meiner Seite unten in der Infobox. Und ich packe das auch, wenn ich das gemacht habe, dann danach in die Highlights. Also ja, ihr werdet das auf jeden Fall wiederfinden, falls euch das interessiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin einfach ein sehr nostalgischer Mensch. Und ich mochte das früher schon immer total gerne, mich irgendwie am Wochenende mit meinen Eltern aufs Sofa zu setzen und Fotoalben durchzugucken und ja, einfach da gemeinsam drüber zu sprechen und in Erinnerungen zu schwelgen. Und das mache ich auch jetzt noch gerne. Deswegen ist das für mich einfach so die perfekte Lösung für die Fotos gewesen. Bei den Videos ist es so, auch da habe ich sehr, sehr viele Sachen, gerade auch durch die Insta-Stories kommt da wirklich viel zusammen. Aber eben auch so normale Alltagsvideos, die ich irgendwie aufnehme mit meiner Familie, mit Freundinnen und Freunden, von Konzerten und sonst was. Da habe ich auch irgendwie was gesucht, was ich damit machen kann. Und deswegen habe ich auch die erstmal ordentlich aussortiert, geguckt, was man überhaupt gebrauchen kann davon. Und dann habe ich quasi so Highlight-Videos geschnitten für die jeweiligen Jahre. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich zurückgehe zu meinem Ordner von 2018, dann gibt es da ein 5-10 Minuten langes Highlight-Video mit den einzelnen Clips, die ich eben hatte von 2018. Weil, ehrlich gesagt, wenn ich so in die Festplatte gucke und dann sehe ich diese ewige Liste an Einzelclips, ich kenne mich, ich werde die garantiert nicht nochmal anschauen. Und so ist das irgendwie nochmal schöner aufbereitet und ich habe nicht das Gefühl, dass ja, die Sachen einfach so ungesehen und ungeliebt auf der Festplatte verstauben. So, ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt also schon gelernt, dass es nicht nur materiellen Besitz gibt, sondern sowas wie digitalen Besitz. Und wenn man das nochmal so ein bisschen weiterdenkt, dann ja, kommt man relativ schnell auf das Thema Social Media. Das heißt, auch da habe ich dann geguckt, was tut mir gut, was interessiert mich, was inspiriert mich, was möchte ich wirklich sehen. Das heißt, ich habe ganz doll aussortiert, wem ich folge. Ich habe auch geguckt, irgendwie E-Mail-Newsletter, solche Geschichten, dass das möglichst viel wegkommt und dass ich wirklich nur die wesentlichen Sachen habe. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch dran, so im Jahreswechsel von 2018 auf 2019 habe ich so diese Silvester-Dynamik sozusagen genutzt und ich habe alle Social-Media-Profile gelöscht oder zumindest inaktiv gestellt, die ich noch hatte, außer eben YouTube und Instagram, da bin ich bis heute noch aktiv und ja, die ganzen anderen Sachen nutze ich eben nicht mehr. Das hat mir sehr, sehr gut getan, auch dazu gibt es schon ein einzelnes Video, das ich euch hier oben verlinke. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den materiellen Dingen, dann war für mich auch einfach so ein ganz, ganz großer Umbruch, dieser Umzug von Köln nach Berlin. Einfach dadurch, dass ich hier am Anfang, selbst als ich hier noch in der WG gewohnt habe, plötzlich sehr, sehr viel Platz hatte in dieser Wohnung. Also sehr, sehr viel mehr als zuvor. Allein schon dieses Zimmer hier ist größer. Dann ist da plötzlich eine ganze Küche, nicht mehr nur so eine kleine Küchenzeile und ein ganzes Bad. Und ich habe dann gemerkt, auch wenn ich irgendwie auf Instagram oder so diese typische minimalistische Ästhetik sozusagen, also dieses sehr viel Weiß und sehr viel so Open Space und wenig Sachen drin, so allerhöchstens mal irgendwo so eine Pflanze noch an der Seite. Auch wenn ich das schön finde, ich gucke das gerne an, brauche ich für mich persönlich, für den Raum, in dem ich lebe, was anderes. Also ich fühle mich da nicht wohl und nicht wohnlich genug. Und deswegen habe ich dann auch angefangen, so ein paar zusätzliche Deko-Sachen zu kaufen. Ich habe mir Pflanzen geholt, ich habe Bilder an die Wände gehangen, ich habe mir Kissen gekauft, lauter solche Sachen, die ich eben, ja, wo man jetzt sagen würde, okay, du kannst auch ohne die Sachen leben, aber die waren für mich persönlich einfach wichtig, damit ich mich wohlgefühlt habe. Und genau das ist es halt auch, was ich meine mit bewusstem und nachhaltigem Konsum. Das heißt, ich habe auch immer geguckt, dass das Sachen sind, die länger halten werden, die eine gute Qualität haben, die irgendwo klassisch sind, wo ich mir gut vorstellen kann, dass ich die auch in 10 Jahren noch gut finde. Auch wenn man da natürlich dazu sagen muss, dass es auch ganz normal ist, wenn sich im Laufe der Zeit die Bedürfnisse verändern und die Interessen, die man hat. Weil natürlich bin ich jetzt mit 25 ein ganz anderer Mensch, als ich mit 18 war, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Ich glaube, auch bei den allerwenigsten Leuten, die sich mit Minimalismus beschäftigen, ist es so, dass die sich einmal hinsetzen und wirklich radikal ausmisten und das, was überbleibt, das ist dann, ja, der Satz an Dingen, der für sie reicht für den Rest des Lebens. Sondern ich glaube, bei den meisten ist es so, dass man einfach immer mal wieder durch solche Ausmist- und Sortierprozesse geht und, ja, dass das einfach nur immer übersichtlicher wird, weil hier und da vielleicht mal ein bisschen was dazukommt oder mal ein bisschen was wegkommt und, ja, man das einfach wirklich gut im Blick hat. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass sich einiges geändert hat, dadurch, dass im Laufe der Jahre immer mehr nachhaltige Optionen dazugekommen sind. Als ich zum Beispiel zum ersten Mal mein Bad aussortiert habe, da habe ich jetzt danach Sachen nachgekauft, die alle noch in Plastik verpackt waren. Einfach weil da die anderen Optionen noch nicht so da waren. Und inzwischen sieht mein Bad natürlich ganz anders aus. Also ich verlinke euch auch da mal eine relativ aktuelle Badezimmertour. Also die ist inzwischen auch schon wieder ein Jahr alt. Ein bisschen was hat sich da auch geändert. Ich habe zum Beispiel inzwischen jetzt nur noch ein festes Produkt, das gleichzeitig mein Duschgel und mein Shampoo ist. Dafür ist zusätzlich zu dem Rasierhobel wieder mein normaler Rasierer zurückgekommen in die Dusche, einfach weil ich gemerkt habe, für alles, was nicht meine Beine ist,
ist mir dieser Rasierhobel nicht so ganz geheuer. Aber ich persönlich finde, dass das völlig okay ist. Also so ist das eben einfach mit Dingen, die man so im Leben ausprobiert. Die macht man vielleicht mal eine Zeit lang extremer oder intensiver, um eben rauszufinden, wie man dazu steht. Für mich hatte auch einfach dieses ganze Minimalismus-Ding ganz viel mit Erwachsenwerden zu tun und damit rauszufinden, was ich wirklich gut finde und was nicht. Mich selber zu finden und kennenzulernen sozusagen. Und ich glaube auch, das ist ein Prozess, der einfach nie wirklich abgeschlossen ist, weil wir uns natürlich auch immer weiter verändern. Letzten Endes ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man für sich persönlich ein Maß findet, mit dem man im Alltag gut klarkommt. Weil wenn das Ganze zu doll wird oder man zu sehr das Gefühl hat, dass man von außen irgendwo hingelenkt wird oder dass die Regeln zu streng sind oder so, dann ist das letzten Endes halt irgendwo so eine Stimmung, die ist nicht motivierend, das ist nicht nachhaltig. Deswegen, ja, würde ich empfehlen, zu sagen, lieber kleine Schritte, lieber gucken, dass die Sachen, die man macht, wirklich auch machbar sind, dass die einem Freude bereiten und dass die nicht irgendwie so ein blödes, einschränkendes Gefühl hinterlassen. Ich habe auf jeden Fall in den letzten 4 Jahren sehr, sehr viel darüber gelernt, was ich wirklich möchte, was mir wirklich wichtig ist, auch weitergedacht so im Sinne von, welche Menschen ich gerne in meinem Leben haben möchte, was es wirklich ist, dass ich gerne beruflich machen möchte. Und ja, das ist ein Prozess, der teilweise sehr anstrengend war, aber der mir auf jeden Fall sehr gut getan hat und den ich nur weiterempfehlen kann. Ich fände es jetzt noch spannend zu hören, wie ihr denn so zu dem Thema steht. Also einmal generell, aber eben auch speziell, wenn es um diese Erinnerungsstücke geht. Also sowohl materielle Sachen, die man hat, als auch Fotos und Videos. Ob ihr da irgendwie ein gutes System dafür gefunden habt, das fände ich sehr, sehr spannend. Oder ob ihr auch einfach ganz viele Dateileichen habt, die so auf der Festplatte vor sich hinstauben. Erzählt mir das sehr, sehr gerne mal in den Kommentaren. Ansonsten kommt ihr hier drüben jetzt noch zu meinem Video rund ums Badezimmer. Und darunter ist die Playlist mit allen Videos zum Thema Nachhaltigkeit. Schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert meinen Kanal gerne. Und wenn ihr die Glocke klickt, dann werdet ihr künftig benachrichtigt, immer wenn es ein neues Video von mir gibt. Ja, ich glaube, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!